Ja, Milan Sacco hier aus der Stihl Arena in Košice. Noch ist nichts los. Heute Abend trifft Deutschland auf die Slowakei, auf den Gastgeber. Dann wird es hier natürlich zugehen wie Hölle, ist klar. Die Deutschen haben gerade trainiert. Ist die große Frage, wer ist im Tor? Philipp Grubauer, gestern ja nach 30 Minuten gegen die Franzosen verletzt ausgewechselt. Es wurde spekuliert, was er hat. Er hat wohl eine leichte Oberschenkelverletzung, kann heute nicht spielen. Das ist immer etwas problematisch, weil Philipp Grubauer gehört ja der NHL-Organisation von Colorado an. Das heißt, sie haben immer ein bisschen ein Wort mitzureden. Darf er spielen, darf er nicht spielen. Fakt ist jedenfalls, er wird nicht spielen. Es hat nur eine Viertelstunde lang Matthias Niederberger aus Düsseldorf trainiert. Treutle ist länger auf dem Eis geblieben. Ich vermute, Niederberger wird heute gegen die Slowaken spielen. Und apropos Slowaken und Torwart, die haben ein Problem, nämlich gerade bei ihren Torhütern. Deren Torhüter ist im letzten Match gegen Kanada ausgewechselt worden. Aber nicht, weil er verletzt war, sondern weil er einfach schlecht war. Und die Slowaken hoffen, dass sie mehr Stabilität hinten reinbekommen. Ansonsten ist hier ein wahres Feuerwerk der slowakischen Mannschaft zu warten. Aber Deutschland war zuletzt auch sehr, sehr stark mit der Reihe Dreiseitel, Kahun, Tiffes. Die haben hier richtig gewirbelt. Und darauf wird Toni Söderholm auch heute Abend bauen. Sind wir gespannt, wie es ausgeht heute Abend. Tschüss aus Košice.